Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz, zur offiziellen Vorstellung unseres neuen Cheftrainers Markus Anfang, den ich neben mir zusammen mit unserem Sportgeschäftsführer Ralf Becker recht herzlich hier auf dem Podium begrüßen möchte. Markus, einmal vorweg, herzlich willkommen bei der SGD. Zu Beginn, wie immer bei solchen Anlässen, würde ich die erste Frage erstmal unserem Sportgeschäftsführer Ralf Becker stellen. Ralf, hinter uns liegen sehr arbeitsreiche, intensive Tage. Wie froh bist du denn, Markus heute hier als neuen Cheftrainer vorstellen zu können? Ja, auch erstmal hallo von meiner Seite. Ja, du hast es ja gerade richtig zusammengefasst. Das waren jetzt, ist gefühlt noch, also wie gesagt, noch gar nicht so lange her, dass wir hier in anderer Runde zusammensaßen. Und jetzt wissen wir seit knapp 2,5 Wochen, dass wir Drittligaverein sind. Und dann hat es 1-2 Tage gedauert, sich hier aufzustellen und gewisse interne Themen zu besprechen. Und von da an waren wir dann, sehr eifrig auf der Suche, die bestmögliche Lösung für uns zu finden, was die Trainerposition betrifft. Und es waren jetzt viele, viele Termine, viele, viele Gespräche mit verschiedensten Kandidaten. Aber es ist kein Geheimnis, dass ich sehr, sehr froh bin, dass der Markus jetzt hier neben mir sitzt, dass wir uns einig geworden sind, hier in Zukunft zusammenzuarbeiten. Uns ist allen bewusst, also ich meine, als Trainer, wir kennen uns, wir haben schon zusammen in Kiel gearbeitet. Ich brauche ihn, glaube ich, nicht vorstellen, oder man muss auch nicht irgendwie seine sportlichen Qualitäten jetzt hier herausheben. Wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat. Natürlich gab es bei ihm das eine oder andere auch noch zu besprechen. Das haben wir auch gemacht, da haben wir uns auch viel Zeit genommen. Und trotzdem sind wir uns jetzt froh, dass wir sportlich meiner Meinung nach die beste Entscheidung für uns getroffen haben. Und bin sehr froh, dass der Markus neben mir sitzt. Danke, Ralf, für deine Eingangsworte. Kommen wir nun zum Mann des Tages. Zu dir, Markus. Du bist gestern mit deinem Co-Trainer Florian Junge hier in Dresden angekommen. Wie ist denn der erste Eindruck von Stadt und Verein? Und wie fühlst du dich jetzt hier als Trainer auf dem Podium sitzen zu können? Ja, erstmal hallo zusammen. Wir sind gestern hierher gekommen und haben uns dann das Trainingsgelände auch anschauen können. Wir sind super empfangen worden. Wir freuen uns natürlich auf die Aufgabe, die nicht leicht wird. Das wissen wir, dass so Situationen immer schwierig sind. Das haben wir ja schon ein paar Mal miterleben können. Aber wir freuen uns darauf. Die Stadt Dresden selber ist schon eine tolle Stadt, wo man viel darüber gehört hat, wo man auch weiß, dass man hier das eine oder andere sich auch anschauen kann. Zufälligerweise war meine Schwester am Wochenende sogar noch hier. Die Reise war schon länger geplant. Die hat auch geschwärmt von der Stadt. Und ja, ich freue mich einfach, jetzt hier zu sein und die neue Aufgabe angehen zu können. Danke auch dir, Markus, für deine Eingangsworte. Damit würden wir jetzt die Fragerunde für die Journalisten hier vor Ort eröffnen. Mein Kollege Frank Schmidt würde nach Handzeichen mit dem Mikro zu euch kommen. Bitte sagt noch einmal Name und Medium vorweg. Und dann würden wir jetzt loslegen. Wer hat die erste Frage? Daniel Klein, Sächsische Zeitung, sächsische.de. In der Pressemitteilung stand drin, Vertragslaufzeit 2 Jahre, was nicht zu den Stand, für welche Ligen die gilt. Können Sie das vielleicht noch konkretisieren? Gilt grundsätzlich für alle Ligen. Noch eine Nachfrage dazu? Nein. Weitere Fragen? Herr Becker, das klang fast so, als ob Markus Anfang gleich nur 1-2 Tage nach dem Abstieg ein heißes Thema bei Ihnen war. Können Sie das noch mal ein bisschen näher ausführen? Sie kennen sich gut, aber wann gab es dann auch wirklich den ersten handfesten Kontakt, den ersten Anruf? Kannst du dir das vorstellen? Und vielleicht dazu noch ein paar Aussagen. Also wir haben uns, ich glaube, das ist ungefähr 2 Monate her, da waren wir noch überhaupt gar nicht auf Trainersuche oder irgendwas, aber nachdem dann die
das Impfthema dann publik war, haben wir natürlich immer Kontakt gehabt. Ich war mal bei Ihnen daheim, wir haben uns dann mal ein paar Stunden hingesetzt, haben mal die ganze Situation besprochen, weil ich da einfach mir dann in dem Gespräch mal so ein eigenes Bild machen wollte. Und ich habe da schon gemerkt, wie der Markus darunter leidet, dass er natürlich einen großen Fehler gemacht hat. Da braucht man nicht drum rumreden, dass da in der Situation er sich falsch verhalten hat. Aber mir ist in diesem Gespräch auch klar geworden, dass er das ganz klar so sieht und dass er weiß und es auch ehrlich mir vermittelt hat, dass er einfach, wie er immer, aufgrund der Situation eine Entscheidung getroffen hat, die falsch war. Aber ich bin dann auch der Meinung, und das war dann in dem Fall schon auch wichtig und hatte schon da das Gefühl, dass es, wenn einer einen Fehler macht, dann und ist dann auch ehrlich, und ich glaube, das hat er auch in den verschiedensten Auftritten im Fernsehen deutlich gemacht, ehrlich eingesteht, dass er da einfach einen Fehler gemacht hat, dann gilt es für mich auf jeden Fall. Und so habe ich das versucht, auch im Verein zu kommunizieren, dass es dann, denke ich auch, meiner Meinung nach total korrekt ist, jemandem eine zweite Chance zu geben. Und das war erstmal schon vor längerer Zeit so das Gefühl für die Situation. Und jetzt war es ganz einfach so, nach dem Abstieg haben wir uns mit verschiedensten Kandidaten getroffen. Also ich hatte bestimmt 4, 5 Trainertermine. Wir hatten eine Liste von 6, 7 Leuten. Da hat man sich mit verschiedensten Leuten ausgetauscht, hat sich sehr viel Zeit genommen. Einer von ihnen war der Markus. Das habe ich dann auch nicht hier alleine gemacht. Da waren wir dann auch im Team unterwegs. Und dann haben wir uns einfach über grundsätzliche Sachen unterhalten. Wir haben uns über den Fußball unterhalten. Und dann waren wir in dem speziellen Fall auch alle im Verein. Das war mir auch wichtig, weil das ist eine Entscheidung, die kann ich hier nicht alleine treffen, weil es einfach auch schon einen gewissen Hintergrund hat. Also ich habe von Anfang an auch den Aufsichtsrat mitgenommen, habe mit ihnen, bevor ich mit Markus den Kontakt hatte, schon mal besprochen, wie der Verein dazu steht. Und grundsätzlich waren wir da der Meinung, dass das, dass wir das machen sollten, wenn wir sportlich überzeugt sind. Und dann haben wir die Gespräche aufgenommen. Und die Gespräche waren dann sehr, sehr gut. Und dann sind wir am Ende zusammengekommen. Eine Nachfrage? Erstmal stelle ich mich noch vor, weil Herr Anfang kennt mich nicht. Ich habe es vergessen. Jochen Leimert, Dresdner Neueste Nachrichten, DNNDE. Herr Anfang, die Leidenszeit ist schon angesprochen worden. Wie haben Sie die Monate Entzug von der Droge Fußball, Sie haben mehrfach betont, Sie sind leidenschaftlich dabei, sind so lange im Geschäft als Spieler, als Trainer. Wie haben Sie die mit sich ausgemacht und wie erleichtert waren Sie, als dann der Anruf auch von einem guten alten Bekannten kam, mit dem ja, konkreten Angebot, könntest du dir vorstellen, nach Dresden auch hier wieder in den Beruf einzusteigen zu kommen? Ja, ich habe ja mehrfach auch dazu Stellung bezogen zu dem Thema. Da könnte ich mich jetzt mehrfach wiederholen. Das wird nichts bringen. Ich kann das nicht mehr rückgängig machen. Ich habe mich in der Zeit hauptsächlich um meine Familie gekümmert, die sehr gelitten hat darunter. Selber versucht dann auch damit für mich klarzukommen, weil ich sonst immer der Mensch war, der durch seine Ehrlichkeit oft angeeckt ist, weil er ziemlich geradeaus ist in vielen Sachen. Und in dem Fall war es halt nicht so, und damit habe ich halt auch mit mir selbst zu kämpfen gehabt. Aber es war halt schon so, dass recht zeitnah auch schon wieder Gespräche geführt worden sind. Es waren viele, die sich erkundigt haben aus dem Fußball in der Zeit, mit denen ich auch immer wieder in Kontakt getreten bin. Ja, und dann kamen halt Gespräche, und unter anderem kam halt das Gespräch mit Ralf und dementsprechend mit Dynamo Dresden, und dann haben wir uns halt hingesetzt und da mussten das beide auch wirken lassen, ich für mich natürlich auch wirken lassen. Und ja, und dann haben wir beide, glaube ich, ein gutes Gefühl entwickelt dafür. Und dann war auch recht schnell klar, dass wir das so machen wollen. Und dann haben wir das auch dementsprechend umgesetzt. Noch eine Nachfrage? Ja. Sie bringen Ihren Co-Trainer mit, Herrn Junge. Frage an Ralf Becker. Was passiert mit den Co-Trainern, die bisher hier gearbeitet haben? Welche Änderungen gibt es da möglicherweise? Ja, durch den Abstieg ist der Vertrag von Ferrin und Zante hier ausgelaufen. Das heißt, er ist stand jetzt nimmer im Team dabei, und Heiko Scholz hat ligaunabhängigen Vertrag und ist nach wie vor dabei. Ja, wir machen hier vorne weiter.
Lukas Böhme, Kicker. Auch erstmal von mir recht herzlich willkommen in Dresden. Herr Anfang, Sie haben in den Interviews, die Sie gegeben haben in den letzten Monaten, gesagt, dass Sie sich wieder bereit fühlen und auch Lust haben, wieder im Fußball zu arbeiten. Kam es für Sie trotz alledem ein bisschen überraschend, dass es so schnell wieder ging, dass es jetzt schon zum Saisonstart wieder einen Verein gibt, der sich mit Ihnen oder der mit Ihnen zusammenarbeiten möchte? Ja, erstmal musste das auch ein bisschen in mir, hat das gearbeitet und es musste erstmal reifen in mir, dass ich auch die, für mich auch wieder diese Bereitschaft habe, zu sagen, ich möchte jetzt unbedingt wieder arbeiten. Das ist halt jetzt nicht zwangsläufig nur ein Thema für den Fußball, das ist auch ein Thema fürs Leben. Und das ist halt eine Sache, die ich jetzt in meinem Leben mit mir nehme. Und da muss ich auch bereit sein und meine Familie auch dementsprechend schützen. Und dass dann gereift ist, war es jetzt nicht so, dass es für mich irgendwie überraschend gekommen ist. Das klingt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen verrückt, aber es gab viele Gespräche mit mehreren Vereinen. Immer wieder klar, die auch nachhören wollten, weil man darf halt nicht vergessen, ich bin jetzt schon halt Spieler. Meine erste Saison war, glaube ich, 94, 95. Bin halt schon ein paar Jahre dabei und dementsprechend viele Menschen im Fußball lernst du kennen und die lernen dich kennen und die wissen, wie du grundsätzlich bist als Mensch. Und wenn dann so ein Fehler passiert, dann hören die natürlich auch nach und dann haben die vielleicht auch Positionen in Vereinen, die halt dann auch entscheidende Positionen sind. Und so wie es bei Ralf jetzt auch war, als er sich dann gemeldet hat und gesagt hat, du, pass auf, ich komme mal vorbei, lass uns mal reden, weil wir einfach auch miteinander gearbeitet haben und Interesse aneinander haben und dann auch einander, untereinander den Weg verfolgt haben, war das halt genauso. Und dann wurde natürlich auch über mögliche Jobs gesprochen, logischerweise. Und das hat dann irgendwo mal den Weg genommen, dass du halt dann konkretere Gespräche hattest. Deswegen kommt es für mich jetzt nicht zwangsläufig überraschend, weil einfach die Menschen, mit denen ich halt zu tun habe im Fußball, auch Interesse an mir als Mensch haben. Und das waren halt auch häufig die Gespräche, die ich geführt habe. Noch eine Nachfrage? Sie haben in der Vergangenheit den, wie Sie selber gesagt haben, Fehler erklärt, unter anderem mit einer familiären Vorgeschichte, zum anderen auch ein bisschen mit Angst, die bei Ihnen vorherrscht deswegen. Um die Frage kommen wir jetzt trotzdem nicht drum rum. Wie positionieren Sie sich heute zum Thema Corona-Schutzimpfung? Also zunächst mal ist es so, dass jeder hat seine persönliche Situation. Und bei mir war es halt so, als ich Trainer in Köln war, hat das, glaube ich, auch jeder mitbekommen, aufgrund dessen, weil das halt während des Spiels war, dass mein Vater den dritten Herzinfarkt bekommen hat und auf der Tribüne zusammengebrochen ist und eigentlich mehr tot als lebendig war, ist neunmal wiederbelebt worden. Ich habe das alles hautnah miterlebt im Krankenhaus nachher. Die Chancen waren da nicht so gut. Der Bruder von meinem Vater, mein Onkel hat 5 Bypässe. Meine Tante, die Schwester von meinem Vater, ist nach der Impfung am Herzinfarkt verstorben. Es sind halt viele Sachen passiert, die einfach eine gewisse Angst in einem erzeugt haben. Das hat mit meiner Haltung gegenüber einer Corona-Schutzimpfung überhaupt nichts zu tun. Ich finde es absolut in Ordnung, wenn man sich impfen lässt und den Schutz auch hat, wenn man ein Risiko hat. Dann will man das einfach nur geklärt haben und da kann mir halt keiner die Angst nehmen und die Sicherheit geben, dass mir nichts passiert. Das ist einfach nur das Thema bei mir. Ich bin hier nicht gegen eine Impfung. Ich bin gegen Tetanus geimpft, ich bin gegen Hepatitis geimpft. Ich glaube, jeder, der selber Fußball gespielt hat über Jahre, hat auch keine Angst vor diesen Peaks, weil wir werden so oft gespritzt, oder sind früher so oft gespritzt worden als Spieler. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, in den letzten 4, 5 Jahren als Spieler, dass ich mal ohne Spritze gespielt habe. Also das ist auch nicht das Problem. So ist einfach meine Situation. Ich habe mittlerweile 2-mal Corona gehabt. Ich habe es gut überstanden, mir geht's gut. Und ich habe auch nie irgendwas geleugnet in der Richtung, ganz und gar nicht. Für mich ist es einfach nur meine persönliche Situation. Noch eine Nachfrage? Entschuldigung. Aber zusammengefasst, so würde ich es jetzt zumindest deuten, hat sich an Ihrem Impfstatus oder an dem, dass Sie sich jetzt erstmal nicht impfen lassen wollen, nichts geändert? Also ich habe es ja gerade erklärt, wie die Situation ist und die hat sich dann nach wie vor nicht geändert, außer dass ich 2-mal Corona hatte. Ich habe sowohl T-Zellen-Checks gemacht, ich habe Blutbilder gemacht, ich war bei Ärzten, ich habe mit Ärzten Rücksprache gehalten und mehr kann ich von meiner Seite aus erstmal nicht tun. Thomas Nahndorf, Dresdner Morgenpost, eine Frage an beide. Sie werden ja trotzdem jetzt unter dem Brennglas sitzen, Sie als Trainer, Sie als Verein. Wie werden Sie mit der Kritik umgehen, die jetzt aufkommt? Soll ich zunächst?
Ja, ich fange mal an. Okay. Also nochmal, ich finde es wichtig, auch bei den Fragen, die gerade kamen, das ist doch unbestritten, dass der Markus einen großen Fehler gemacht hat. Und da geht es jetzt weniger meiner Meinung nach darum, ich sage mal, seine persönliche Geschichte hat er erzählt und sich dann zu entscheiden, dass er sich nicht impfen lässt. Ich denke, da kann man durchaus auch Verständnis für haben. Das hat jetzt nichts mit Leugnung oder mit irgendwelchen Sachen zu tun. Der Fehler, den er gemacht hat, ist der Umgang mit dieser Sache. Und das muss klar angesprochen werden und das ist auch klar angesprochen werden. Und dafür hat er ja auch... dafür ist es halt auch so, wie es ist und da sind wir uns auch ganz klar. Und jetzt ist aber eine Situation und das ist mir halt auch wichtig und wir werden das gemeinsam durchstehen, wir werden hier arbeiten. Ich bin von ihm als Trainer überzeugt, ich bin ja von ihm als Mensch überzeugt. Ich weiß, dass er einen großen Fehler gemacht hat, aber ich glaube, wir sollten jetzt auch mal irgendwo dahin kommen. Das muss jetzt nicht von heute auf morgen gehen, aber grundsätzlich geht es einfach darum, dass wir hier eine sportlich große Aufgabe vor uns haben und uns darauf konzentrieren wollen, diesen Verein wieder nach vorne zu bringen. Und ich glaube, dass er für uns ein sehr, sehr guter Trainer ist. Ich glaube, dass wir mit dem heutigen Tag hier eine gewisse Energie und Power erzeugen können, die einfach wichtig ist, weil dieser Abstieg hat uns alle irgendwo so ein bisschen in eine Situation gebracht. Der war hart, der war nicht einfach und jetzt brauchen wir wieder Energie. Und jetzt bin ich sehr, sehr froh, dass wir einen Trainer haben, der bewiesen hat, dass er ein guter Trainer ist und der diese Sache angeht. Und diese ganzen Themen, die wir hier besprechen, die werden wir gemeinsam durchstehen, weil ich weiß, dass ihm das leid tut. Und deswegen sage ich, müssen wir auch dann auch mal sagen, das war falsch. Und dann müssen wir auch mal sagen, jetzt ist auch gut. Und da muss man auch jemand dann einfach die Chance geben, in seiner täglichen Arbeit zu zeigen, dass er... dass man daraus gelernt hat und dass es dann auch nach vorne geht und weiter. Also kurz, das war ja, wir sind ja beide angesprochen worden, finde ich, Ralf hat es ja ganz gut zusammengefasst. Ich finde Kritik, damit muss ich leben. Der Fehler gehört jetzt leider zu mir. Ich kann ihn nicht zurück, ich kann ihn nicht rückgängig machen. Der ist mir passiert und weil ich eben erklärt habe, weil ich auf meine persönliche Situation angesprochen worden bin, was man auch nicht unbedingt öffentlich machen muss, dass man dazu so Stellung bezieht. Das mache ich aber gerne, weil ich einfach in der Situation bin, dass die Leute auch wissen wollen, warum und weshalb, dass ich nicht einfach Aktionismus betrieben habe, aber ich habe einen Fehler gemacht. Die Sachen, die ich erklärt habe, sind keine Entschuldigung für diesen Fehler, den ich gemacht habe, sind nur Erklärungen dafür, für meine aktuelle Situation. Und jeder, der dementsprechend eine Kritik an den Tag legt, damit muss ich leben. Das ist einfach so, das gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Hätte ich mir gerne anders gewünscht, habe ich mir selber eingebrockt und mache ich auch keinen anderen Menschen für verantwortlich. Deswegen habe ich mich auch dafür entschuldigt und mir war es wichtig, damals zurückzutreten. Mir war es wichtig, dass ich die Strafen, die kommen, auch nicht anfechte, sondern sie akzeptiere. Das habe ich getan und mir war es auch wichtig, weil ich das auch für mich als Trainer wichtig finde und als Mensch, dass man sich dann auch öffentlich bei den Menschen entschuldigt, die man enttäuscht hat. Das habe ich getan. Mehr liegt jetzt nicht in meiner Macht, mehr kann ich nicht tun, außer das, was der Ralf auch gerade gesagt hat, in Zukunft Gas geben, gucken, dass man gut arbeitet. Erfolge kann man nicht garantieren, man kann nur viel dafür tun und dafür arbeiten. Und wenn einer die Kritik halt so hat, dass er sich auch dann nicht umstimmen lässt, im Sinne von, dass man, wenn man gute Arbeit geleistet hat, dass er das irgendwann mal akzeptiert, dann ist es auch vollkommen legitim, weil das darf jeder für sich selber entscheiden. Und ich darf nicht die Erwartung haben, dass die Menschen mir alle verzeihen. Ich kann halt nur eins machen, mich dafür entschuldigen. Und das habe ich getan. Uwe Karte, Mitteldeutscher Rundfunk. Haben Sie auch darüber gesprochen, dass Sie aber im Grunde ja nur bedingt die Einflussnahme haben, zu sagen, das Kapitel ist beendet, weil ja sozusagen bei jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit ja sozusagen das Thema wieder aufploppen kann? Und vielleicht auch wird. Ja, das haben wir. Also wir haben alle Situationen, die in Zukunft, wir können ja nicht absehen, was die nächsten Monate passiert ist, wissen wir ja nicht. Aber was wir gemacht haben, wir haben da sehr, sehr offen über alle Szenarien gesprochen, die passieren können, haben uns da intensiv ausgetauscht und haben uns dann auch auf verschiedene Themen geeinigt, wo die Dinge besprochen sind und auch geregelt sind. Das haben wir gemacht, ja. Wir gehen jetzt hier nicht irgendwo rein und hoffen, dass irgendwie Corona nimmer kommt. Wir wissen nicht, was im Herbst kommt und deswegen musst du diese Themen ansprechen. Die haben wir auch alle besprochen und das ist alles geklärt.
Noch eine Nachfrage. Herr Becker, gleich noch eine Frage an Sie. Welchen Stellenwert bekommt denn die abgelaufene Saison in Ihrer Vita? Das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Referenzobjekt gewesen. Das kam in der öffentlichen Wahrnehmung ja ein bisschen schmal. Ich gehe trotzdem aus, dass Sie sich relativ intensiv damit beschäftigt haben. Ja, das ist richtig. War überhaupt nicht gut, da waren wir auch überhaupt nicht zufrieden. Das glaube ich, bin der Letzte, der dann auch in allen Konstellationen da irgendwie irgendwelche Ausreden für irgendwas sucht. Aber ich bin natürlich auch schon ein paar Jahre dabei und weiß, dass es im Sport mal gut läuft, wie das Jahr davor, und mal schlecht läuft, wie das letzte Jahr. Und jetzt geht es halt darum, und das ist halt auch wichtig, wenn du diesen Beruf ausübst, dass du dann irgendwann den Punkt findest, wo du dich entschieden hast, diese Aufgabe wieder anzugehen, dass du dann natürlich Themen besprechen musst, aufarbeiten musst, auch verbessern musst. Aber du brauchst ja diesen Optimismus, um gewisse Erfolge, die in den letzten Jahren immer mal wieder da waren, wieder zu bekommen. Also das ist du kannst in diesem Beruf, musst du Dinge aufarbeiten, aber wir brauchen jetzt hier Energie und wir brauchen Power und wir brauchen einen Sportgeschäftsführer, der nach vorne schaut und jetzt nicht sich 3 Monate Gedanken darüber macht, was vielleicht letztes Jahr falsch lief. Das liefen einige Dinge falsch, das wissen wir auch, die tun wir auch besprechen, die versuchen wir auch zu verbessern, aber ich muss hier Optimismus ausstrahlen, deswegen kann ich die erste Woche muss ich auch, das ist dann auch hart und da müssen Dinge geklärt werden, aber wir müssen ja jetzt nach vorne schauen und das machen wir auch. Ohne dass wir Sachen, die falsch liefen, unter den Teppich kehren, überhaupt gar nicht, aber bringt heute nichts oder uns allen nichts, wenn es hier nächste Woche losgeht, das wird ganz, ganz wichtig sein. Als ich vor 2 Jahren hier angefangen habe, war die Situation noch ein bisschen anders. Ich kam dann neu her, es waren viele Leute neu, da war so eine Aufbruchstimmung da. Jetzt haben wir natürlich den einen oder anderen im Kader, der diese Saison mitgemacht hat. Das ist eine ganz andere Situation und für uns ist jetzt wichtig, mit dem neuen Trainer, mit den neuen Spielern, auch mit den Leuten, die hier sind, das Thema abzuhaken, Dinge zu verbessern, die nicht gut liefen, aber dann nach vorne zu schauen und dann die Aufgabe wieder anzugehen, weil das ist die einzige Chance, um in Zukunft erfolgreich zu sein. Hallo, Herr Anfang, Schlegel ist mein Name, Bild Dresden. Eine Frage, die im Raum stand, vielleicht können Sie dazu schon mal was sagen, war die Problematik, schaffen Sie es, können Sie es schaffen, gerade bei Ihren zukünftigen Spielern wieder eine Vertrauensbasis aufzubauen, die ja unabdingbar ist für diesen Job. Vielleicht haben Sie das eine oder andere Gespräch möglicherweise auch schon führen können. Wie ist da Ihre Gemengelage, wie sind Ihre Gefühle zu dieser Situation? Weil das ist, glaube ich, das Wichtigste, um erfolgreich zu sein. Ja, ich habe schon das eine oder andere Gespräch geführt. Klar ist das dann eine Frage, die mir gestellt wird. Aber da kann ich das, was ich eben gesagt habe, eigentlich auch nur wiederholen. Wenn du Fehler gemacht hast, dann musst du dafür einstehen. Dann musst du die Konsequenzen dafür tragen und musst dich auch dafür entschuldigen. Und das ist dann auch ein Stück Vorbild. Wenn ich schon vorher kein Vorbild war, dann musste ich zumindest zu dem Zeitpunkt dann auch ein Vorbild sein. Und ich glaube, jeder kennt so Situationen, jeder hat so Situationen im Leben auch schon erlebt. Und Vertrauen musst du dir sowieso sukzessive immer wieder erarbeiten. Das ist halt unabhängig davon, ob du jetzt einen großen Fehler gemacht hast oder nicht. Weil du musst halt am Ende auch Spieler immer wieder Selbstvertrauen geben. Da musst du auch das Vertrauen erarbeiten. Genauso muss ich mir auch das Vertrauen erarbeiten von den Spielern. Das ist vollkommen klar. Aber ich glaube, dass die Grundvoraussetzung dafür ist, wenn man Fehler gemacht hat, dass man dafür einsteht und dass man dann auch dementsprechend darauf reagiert. Und ich glaube, das war das, was ich auch gemacht habe. Gibt es weitere Fragen? Vorne rechts, Lukas Böhme vom Kicker. Das ist eine Frage, die an beide geht. Ralf Becker hat gerade davon gesprochen, dass er mit Zuversicht in die Zukunft blicken will und hat vorhin auch gesagt, dass er sich von diesem Tag auch erhofft, dass es mit Power eben nach vorn geht. Und da wäre doch an der Stelle jetzt die Frage zu stellen, wo sehen Sie beide Dynamo Dresden in diesem Jahr in der dritten Liga platziert? Wie schätzen Sie den Verein ein? Wie schätzen Sie auch die Konkurrenz ein? Darf ich? Jetzt muss ich hier wieder dran machen, weil sonst haben wir nachher ein Problem, oder Ralf? Okay, mach ich dran. Ja, ich glaube, es ist allgemein so, wenn das sind so Erfahrungen, die du machst als Trainer. Wir haben damals den 1. FC Köln übernommen als Absteiger. Da wurde dann direkt auch die Parole rausgegeben, Wiederaufstieg. Ja, Werder Bremen, auch die Parole Wiederaufstieg, auch wenn es unter erschwerten Bedingungen war, weil man erstmal einen Kader bauen musste. Die Voraussetzungen, glaube ich, insgesamt sind gut. Wir haben, glaube ich, was
dieses Thema Wirtschaftlichkeit betrifft. Wenn ich jetzt an Werder Bremen denke, wo wir doch ein großes Problem hatten, ich glaube, das ist jetzt hier nicht so das große Problem. Allerdings, dadurch, dass man jetzt abgestiegen ist, ist es halt immer wieder dieses Problem, dieses mentale Thema, was du innerhalb der Mannschaft hast. Also Spieler, die nicht viel gewonnen haben, strotzen nicht so viel vor Selbstvertrauen, wo wir eben bei dem Thema Vertrauen waren. Und das müssen die Jungs sich halt wieder erarbeiten. Ich glaube, das ist halt das Elementare im Fußball. Wenn du Selbstvertrauen hast, wenn du eine Überzeugung hast von dem, was du machst, dass das gut ist, dann wird auch das Spiel dementsprechend sich verändern. Und das ist halt ein Prozess. Das wird nicht von jetzt auf gleich gehen. Deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, ja, wir werden definitiv wieder aufsteigen. Ich glaube, du musst halt viele Schritte vorher machen. Und der erste Schritt ist, dass du eine Mannschaft aufbauen musst, die dann auch in der dritten Liga, die dritte Liga so annimmt und dementsprechend dann auch in der dritten Liga abrufen kann. Und dann versuchst du natürlich, so gut wie möglich und so schnell wie möglich erfolgreich zu sein. Wann das sein wird, das kann mal ein bisschen dauern. Unsere Zeit, die wir in Kiel gemeinsam hatten, da bin ich im September, glaube ich, gekommen. Und da waren wir im unteren Mittelfeld. Und das hat sich dann so nach und nach entwickelt. Und wir sind auch erst in der Rückrunde richtig durchgestartet. Und, glaube ich, erst die letzten 5 Spiele, 6 Spiele haben wir dann, glaube ich, alle gewonnen und sind dann aufgestiegen. Also das ist ein Weg. Und den Weg, den müssen wir halt alle gehen. Und da brauchen wir Geduld für. Da brauchen wir Verständnis für die Jungs. Aber ich glaube, dass die Voraussetzungen gut sind, um erfolgreich zu arbeiten. Ja. Herr Becker, Sie haben Anfang vorige Woche 17 Mann verabschiedet mit dem Wort vorerst. Können Sie schon sagen, bei wem das Wort gestrichen wird? Nee, das kann ich heute nicht sagen. Wir haben einfach mal unsere Leihspieler, unsere Spieler, wo die Verträge auslaufen sind, das lief ja alles nach dem Abstieg relativ schnell ab und deswegen haben wir mal alle verabschiedet. Jetzt haben wir heute den neuen Trainer, wir haben schon die ein oder andere Personalie besprochen, ob das jetzt externe Spieler sind oder vielleicht der eine oder andere, der hier war, und von dem her gibt es ja jetzt nichts Neues zu vermelden. Karte. Trainer, 2 Fragen zu Ihrer Person. Ist Ihnen eigentlich in den letzten Tagen auch mal durch den Kopf gegangen, dass Sie zum ersten Mal im Osten einen Verein trainieren? Also ist das für Sie gleich, ähnlich Kiel oder Bremen? Oder spielt das dann schon in der Vorbereitung auf den Job eine gewisse Rolle? Also ist mir auf jeden Fall bewusst geworden, dass ich in meiner Karriere als Trainer echt tolle und große Vereine trainieren durfte bisher. Also Kiel war mein Start und danach habe ich den 1. FC Köln trainieren dürfen, Darmstadt 98, Werder Bremen und jetzt Dynamo Dresden. Und das sind für mich alles Traditionsvereine, große Vereine. Und ich bin da stolz drauf, hier Trainer sein zu dürfen. Klar, wenn ich die Voraussetzungen sehe hier, das Trainingszentrum sehe, das Stadion sehe, die Fans sehe, dann wissen wir, glaube ich, auch alle, dass wir uns gerne in anderen Bereichen sehen. Wir sind nun mal in der dritten Liga. Das passt jetzt nicht zwangsläufig zu den Voraussetzungen, die wir haben, aber das gilt halt zu verändern. Und ich selber war als Spieler mal im Osten, habe als Spieler schon mal im Osten gespielt, aber ich mache da jetzt wenig Unterschiede. Also für mich ist es dann auf dem Platz, das zu beeinflussen, dass die Jungs guten Fußball spielen, erfolgreichen Fußball spielen, dass wir die Fans mitnehmen, dass wir die Stadt mitnehmen, dass wir vielleicht eine gewisse Euphorie auch erzeugen können. Und das ist halt meine Aufgabe. Ich mache mir jetzt weniger über den Standort an sich Gedanken, außer, wie gesagt, über die Tradition, die hier herrscht. Und ich glaube, das ist schon eine große. Nochmal Uwe Carter. Sie haben es gerade gesagt, Sie haben damals, glaube ich, ein paar Spiele für Energie Cottbus gemacht. Der Trainer hieß Geier. Ist da aus der Zeit was haften geblieben? Ich sage jetzt mal in der Form der Erinnerung und B, ist irgendwas geblieben, was in Ihre Trainertätigkeit eingeflossen ist? Da gibt es halt so eine Geschichte zu, als ich nach Cottbus gekommen bin von Kaiserslautern, sind wir zum Trainingsplatz gegangen und als wir zum Trainingsplatz gegangen sind, jeder musste seinen Ball mitnehmen, ist Ede Geier als letzter losgegangen und ich habe halt noch Gespräche so unterwegs, war beim ersten Training geführt und Ede Geier ist an mir vorbeigegangen, ist auf den Trainingsplatz gegangen, hat die Tür zugemacht und hat sie abgeschlossen. Und dann stand ich draußen vor dem Trainingsplatz und gefragt, und jetzt Trainer? Und dann hat er halt gemeint, jetzt kommst du schon zu spät zum Training, wie willst du denn pünktlich zum Spiel kommen? Und das war so die erste Begegnung, die ich mit Ede Geier hatte. Das war schon beeindruckend,
sehr konsequent in seiner Art, sehr hart im Training. Und ich habe halt kennengelernt unter ihm, dass ein Training auch mal länger gehen kann und nicht nur ein Dreiviertelstunde oder anderthalb Stunden. Es war auch schon mal über 2 Stunden und die Mittagspause war dann recht kurz. Hat er gemeint, eine Suppe ist ja schnell gegessen und dann kannst du auch wieder zum Training kommen. Muss ich noch mal kurz nachfragen, haben Sie eigentlich im ersten Punktspiel nach der verschlossenen Tür gespielt oder noch nicht gespielt? Ich glaube sogar, dass ich direkt gespielt habe in Trier, aber ich war eine Katastrophe in dem Spiel. Nee, war nicht gut. Ja, vorne links. Vielleicht eine Frage an beide. Mein Kollege hat vorhin nach den 17 vorläufigen Abgängen gefragt. Ich frage es mal andersrum. Es gibt ja durchaus Spieler, die noch im Kader sind, die Verträge haben, aber die heiß begehrt sind bei anderen Vereinen. Ich denke dann Renzi Königsdorfer, an Christoph Werner, Tim Knipping zum Beispiel. Gibt es da welche, wo Sie sagen, die würden wir wirklich gerne mit aller Konsequenz halten und da können sich andere Vereine die Zähne ran ausbeißen? Also grundsätzlich wollen wir alle Spieler, die genannten Spieler, grundsätzlich wollen wir die alle halten. Aber es ist natürlich im Fußball so, das ist jetzt bei uns nicht anders, wie es bei allen anderen Vereinen ist. Irgendwo gibt es dann immer Situationen, die dann vielleicht mal einen dazu bringen, irgendwie doch was zu machen. Aber grundsätzlich sind die Spieler bei uns eingeplant. Ich habe ja immer auch betont, jetzt wollen wir erstmal unseren neuen Trainer haben. Dann werden wir uns mal zusammensetzen, dann werden wir mal die verschiedensten Personalien besprechen. Dann wird es auch vielleicht mal das ein oder andere Gespräch mit dem Trainer geben. Die Jungs sind alle eingeplant. Die werden alle nächste Woche, Stand jetzt hier, dabei sein. Für uns geht es darum, nächstes Jahr eine gute Mannschaft zu haben, die Möglichkeit hat, aufzusteigen. Und das steht über allem. Und alles andere muss man mal abwarten. Thomas Narrendorf. Frage an den Trainer. Es sind ja auch schon erste Spieler neu verpflichtet worden. Jetzt auch gestern erst wieder einer, zumindest der Torwart. Haben Sie da schon Einfluss nehmen können oder zumindest ist Ihre Expertise mal gefragt worden, bevor das entschieden worden ist? Ja, wie weit haben Sie da schon mitwirken können? Naja, wir haben ja zunächst einmal uns einfach ausgetauscht über meine Personalie und natürlich gibt es da das eine oder andere, wo man vielleicht drüber spricht, aber aufgrund der Situation, meiner persönlichen Situation, die ich nun mal auferlegt bekommen habe, habe ich erstmal zunächst mal an den ganzen Themen weniger teilgenommen, habe mich mehr nur um diese Gespräche gekümmert, die wir geführt haben. Und mit dem heutigen Tag kann ich natürlich dann auch die Dinge ein bisschen anders angehen. Da schließe ich meine Frage an, Herr Anfang. Es gibt jetzt noch eine Woche Zeit bis zum Trainingsstart. Ich gehe mal davon aus, dass Sie genug Themen zu beackern haben, zusammen mit dem Herrn Becker. Gibt es da jetzt schon eventuell einen Plan, wo Sie sagen, ich will bis dahin mit allen Spielern gesprochen haben oder vielleicht den einen oder anderen auch davon jetzt zu überzeugen oder versuchen zu überzeugen, dass er eben bleibt? Wir haben es gerade angesprochen, da sind ja ein paar Perlen, die sicherlich für Sie nicht schlecht wären, wenn Sie die in der Mannschaft hätten. Ja, also klar, wir sprechen natürlich darüber. Man will natürlich versuchen, so schnell wie möglich einen Kader zusammen zu haben, mit dem man dann auch dementsprechend planen kann. Aber wir wissen halt auch, dass wir gute Entscheidungen treffen müssen und die brauchen halt manchmal auch ein bisschen Zeit. Und die Saison, wenn sie startet, dann werden wir vielleicht noch nicht alles so zusammen haben, wie wir uns das gewünscht haben oder vorgestellt haben, weil vielleicht einfach die Situation das noch nicht hergegeben hat. Und wenn wir die Chance haben, da schon so zugeschlagen zu haben, dass wir einen Kader komplett stehen haben, dann ist das toll. Aber wir wollen da auch gute Entscheidungen treffen. Deswegen nehmen wir uns auch die nötige Zeit. Das heißt aber nicht, dass wir warten, sondern wenn es dann das Richtige ist, dann werden wir auch für uns die Entscheidung treffen und da zuschlagen. Noch eine Nachfrage? Da hätte ich ganz gerne noch mal nachgefragt. Ralf Becker hat es auch in der Pressemitteilung schon formuliert, dass die Erwartungshaltung, das wird er Ihnen sicherlich auch beigebracht haben, schon sehr groß ist in Dresden und dass das Ziel relativ deutlich mit dem Aufstieg umrissen wurde. Setzt sich das vielleicht ein bisschen schon unter Druck oder sagen Sie, genau deswegen bin ich vielleicht hier, weil ich eben diese Herausforderung annehmen will und auch zeigen will, dass wir das eben schaffen, diesen Betriebsunfall möglichst zügig zu korrigieren? Betriebsunfall habe ich mal in Köln gehört, von Toni Schumacher, der hat das auch damals so beschrieben. Es gibt immer Gründe,
warum man am Ende vielleicht dann jetzt wieder in der dritten Liga ist. Und das ist halt einfach erstmal das Wichtigste, das zu analysieren. Das hat Ralf ja schon angedeutet, dass das schon passiert ist auch. Und dann müssen wir halt versuchen, daran zu arbeiten. Und ich glaube, das hat auch was mit einer gewissen Demo zu tun, dass du natürlich für dich ein optimales Ziel hast. Und du musst halt daran arbeiten, dass du es so zeitnah wie möglich umsetzen kannst. Aber dafür brauchst du halt auch erstmal eine Mannschaft, ein Fundament. Und daran arbeiten wir erstmal. Und dann übergeordnete Ziele auszurufen, ist schwierig. Wie gesagt, ich kenne die Situation aus Köln. Da war Pflicht aufzusteigen. Wir sind dann am 31. Spieltag entlassen worden als Tabellenführer. Das ist halt auch schon mal passiert. Und in Bremen war es auch so, dass wir natürlich auch als Favorit gestartet sind. Da hatten wir auch erstmal andere Themen, die wir bearbeiten müssen. Aber sowas braucht halt Zeit. Das muss man halt entwickeln. Da muss sich auch was entwickeln. Und wir müssen uns da auch neu formieren, und dabei sind wir halt permanent im Austausch, Ralf bzw. Christian und wir, und versuchen halt da die bestmögliche Lösung für alles zu finden. Aber jetzt schon zu sagen, ja, wir werden definitiv aufsteigen, das ist ja immer schwierig, und der Druck, kann ich auch direkt sagen, also ich will jedes Spiel gewinnen, das ist egal, wo ich war als Trainer. Wir sind damals aufgestiegen mit Kiel, und ich habe auch gesagt, ja, wir sind jetzt nicht in der Liga, um die Liga nur zu halten, wir wollen rausgehen, wollen jedes Spiel gewinnen. Und das haben wir auch versucht. Wir sind damals in die Relegation gekommen zur ersten Liga. Das wird auch nicht immer gelingen, aber Ziel und Ansatz ist immer, die Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, das ist auch unabhängig von der Liga, unabhängig vom Gegner. Jeder, der rausgeht als Fußballer, der will das Spiel gewinnen. Und das ist, glaube ich, einer der Knackpunkte, die wir jetzt erstmal haben. Wenn du gegen Abstieg spielst, dann denken viele Spieler darüber nach, dass sie rausgehen, um ein Jahr nicht zu verlieren, um irgendwie Punkte zu holen. Und dann spielt eine gewisse Angst mit. Die müssen wir rausbringen, weil es geht jetzt darum, rauszugehen und Spiele zu gewinnen. Und diese Themen hast du halt meistens beim Verein, die abgestiegen sind. Und die müssen wir halt aus den Köpfen rausbringen. Und das war in Bremen jetzt so. Es hat ein bisschen länger gedauert. Und ich glaube, das hat hinten raus dann auch funktioniert. Auch wenn wir nicht mehr dabei sein durften, aber haben wir uns selbst zuzuschreiben. Aber ich glaube, das hat da auch geklappt. Genauso wie in Köln hat das auch funktioniert. Gibt es weitere Fragen? Ja. Wen kennen Sie möglicherweise schon aus persönlichen Begegnungen, vielleicht auch in früheren Stationen, dass man sich mal über den Weg gelaufen ist? Ist der Kader von der Namensliste her völlig neu für Sie? Kennen Sie die Spieler nur aus Begegnungen, oder gab es möglicherweise schon mal andere Verbindungen zuvor? Nee, hauptsächlich kenne ich die Spieler halt als Gegner, weil wir auch im letzten Jahr schon noch gegeneinander gespielt haben, wo wir hier abgeschossen worden sind, leider. Ansonsten werde ich die Spieler alle kennenlernen. Das wird nicht das große Problem werden. Also wir haben ja genug Zeit dann, die wir miteinander verbringen, und dann werden wir die Spieler auch im Einzelnen kennenlernen. Jawohl. Herr Anfang, Sie haben in den vergangenen Jahren Zweitligisten trainiert, jetzt sind Sie beim Drittligisten. Das ist rein formal gesehen erstmal ein Abstieg. Fühlt sich das für Sie auch so an, und oder haben Sie das vielleicht auch ganz bewusst gewählt, jetzt einen Drittligisten? Ja, mein Einstieg war damals in der dritten Liga in Kiel, und natürlich ist man ambitioniert als Trainer und möchte natürlich erfolgreich arbeiten. Ich finde, das ist jetzt vielleicht in der Vergangenheit, ist uns das auch gelungen. Eine besondere Situation ist halt eingetreten, und ich bin, wie gesagt, Dynamo Dresden und den Verantwortlichen sehr dankbar dafür, dass ich hier die Möglichkeit bekomme, diesen Verein zu trainieren. Genauso muss ich an der Stelle auch mal sagen, bin ich Werder Bremen sehr dankbar dafür, wie sie darauf reagiert haben, auf meine Entschuldigung. Ist auch keine Selbstverständlichkeit. Clemens hat mir noch geschrieben, Tarek hat mir geschrieben. Also ich bin da immer noch im Austausch, und das ist für mich auch was Besonderes, dass man mir so verziehen hat. Dafür auch nochmal an der Stelle ein Dankeschön. Und die Situation ist jetzt so, und ich habe einen großen Verein in der dritten Liga jetzt. Und da ist halt die Herausforderung, das Optimale mit dem Verein zu erreichen. Wann das sein wird und wie schnell das sein wird, das wird sich zeigen. Da werden wir dran arbeiten. Ich denke nicht über die Liga nach. Ich denke halt darüber nach, erfolgreich zu sein und meine Aufgabe zu erfüllen als Trainerteam, im Team. Und das ist halt jetzt der nächste Schritt bei mir. Gibt es weitere Fragen? Die
Tina Hofmann, Tag 24, hallo. Es wurde jetzt viel darüber gesprochen, was von Ihnen erwartet wird. Was erwarten Sie denn von der Mannschaft und was ist Ihre Philosophie? Was ist Ihnen wichtig bei den Jungs? Wie sind da Ihre Vorstellungen? Ja, also von der Mannschaft erwartest du in der Regel, es ist zwangsläufig egal, jetzt, ob das jetzt hier ist oder wo auch immer, wenn du als Trainer rausgehst, erwartest du halt von der Mannschaft, dass sie sich weiterentwickeln will, dass jeder Spieler sich weiterentwickeln will, dass er besser werden will und dass er auch ambitioniert ist. Und das erwarten wir schon von den Jungs, dass sie sich weiterentwickeln wollen. Ich finde dieses Wort Wiedergutmachung, wenn du abgestiegen bist, ist schwer, weil du kannst es nicht mehr zurückholen. Also das, was passiert ist, ist passiert, auch im letzten Jahr sportlich. Das kannst du nicht mehr zurückholen. Du kannst einfach nur zusehen, dass das, was kommt, dass du es besser machst. Und das ist, glaube ich, das Ziel. Und das ist auch das, was wir von den Jungs erwarten. So, und ansonsten ist es halt für uns eine tolle Aufgabe. Und ich erwarte einfach, dass man, wenn man das analysiert hat, dass man die Dinge, die man analysiert hat, dass man sie klar angesprochen hat, dass man dann versucht, die auch zu verbessern. Da sind wir auch als Trainerteam gefragt. Da ist der Verein natürlich gefragt. Dass man einfach vielleicht diese Fehler, die man im letzten Jahr gemacht hat, nicht mehr macht und versucht, sich besser aufzustellen für die Zukunft. Das ist einfach das, was ich erwarte. Aber da bin ich Teil von, da muss ich mit dran arbeiten, da muss ich mitentwickeln. Und es ist auch nie eine Sache von einem Einzelnen, sondern es ist immer eine Sache von mehreren, von der Gemeinschaft, das dann umzusetzen. Sind noch Fragen offen? Ja, Uwe Karte nochmal. Das ist noch eine kurze Frage, Trainer. Haben Sie sich eigentlich schon den Schlüssel zum Trainingsplatz besorgt? Hat das eine Bewandtnis? Standen da öfter mal Trainer vor der Tür? Oder? Nö, das ist auch geil. Also, dass Sie für den 16. ja gewappnet sind. Das wäre ja ein Zeichen. Okay. Kommt der Ede ab und zu mal zum Trainingsgelände? Eher weniger. Also ich hoffe, er kommt nicht. Also, aber ich treffe mich gerne mit ihm und trinke gerne mit ihm vielleicht mal einen Kaffee. Das ist überhaupt kein Problem. Aber da habe ich den Schlüssel dann in der Hand, ja. Und da werde ich ihn dann aussperren, wenn das nochmal der Fall wäre. Einsperren, ja. So, ich schaue nochmal. Ja, da hat sich noch eine Frage ergeben. Sie hatten ja schon angesprochen, dass ein großes Thema für Sie jetzt noch viel mehr ist, Ihre Familie auch zu schützen. Wo sind die stationiert? Werden die eventuell auch mitkommen oder haben die ihre feste Basis, wo die immer sind, egal wo sie arbeiten? Nee, die waren immer in Köln. Wir haben da unsere Bleibe, da sind alle beheimatet. Und das hat auch was damit zu tun, dass die Kinder ja schulpflichtig sind und oder ihre Ausbildung machen oder ihr Studium machen. Und die werden da bleiben, aber Dresden ist halt vom Standort, was die Flugverbindungen betrifft, halt auch sehr günstig für mich, um in den Westen dann zu kommen, gerade Nordrhein-Westfalen hinzukommen. Also das wird dann ab und zu mal genutzt und wenn dann die Möglichkeit da ist, wird die Familie auch hierher kommen. Wie gesagt, meine Schwester war zufälligerweise jetzt am Wochenende hier, verrückt, und hat mir halt dann auch Bilder geschickt und davon geschwärmt, wie schön es hier ist. Und ja, die wird sicherlich häufiger kommen, die ist Künstlerin, die malt gerne und wird dann wahrscheinlich das eine oder andere Gebäude mal malen. Sind jetzt noch Fragen offen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bleibt mir nur noch, mich bei allen Anwesenden für ihr Kommen zu bedanken, bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern bei Dynamo TV fürs Zuschauen zu bedanken. Und in diesem Sinne packen wir es an. Tschüss und bis bald. Thank you.